Das heutige Video fällt mir sehr, sehr schwer zu drehen. Oh Mann. Denn es ist mein letztes. Okay, ein letztes Mal noch. Hallo Leute. Ich werde mit YouTube aufhören. Komplett aufhören. Das ist leider mein voller Ernst. Und es hat so viele Gründe. Janik und Anna sind nicht mehr zusammen. Voll unfair. Wohin sollen wir fahren? Wohin sollen wir fahren? Ich drehe den Globus und du hältst ihn an. Gib mir deine Hand. Wir wachen auf und wir liegen im Sand. So, Herrschaften, jetzt besinnen wir uns mal wieder auf die deutsche Sprache. Der eine oder andere hätte das vielleicht schon letzte Woche bei der Klausur machen sollen. Aber gut. Ja, Mensch, Anna. Weiß gar nicht, was mit dir passiert ist. Du warst mal meine beste Schülerin. Diesmal ist eine 5. Boah, das ist mir echt unglaublich. Mama? Ja? Na Gott sei Dank. Wir haben uns schon Sorgen gemacht. Mama. Wir sind jetzt auf dem Weg zu dir, ja? Okay. Gleich da. Gut. Na? Willst du gar nicht wissen, was ich vorhab? Ich wollte nur die Butter holen. Die Butter? Die hast du schon vorhin geholt. Ja, genau, richtig. Und deshalb brauche ich jetzt ein Locher. Hier, Locher. Ich gehe heute Abend aus. Ich habe eine Verabredung. Ich habe jemanden kennengelernt. Wir haben versucht, dich anzurufen, aber du bist nie ans Handy gegangen. Ja, ich war ein bisschen krank, hatte viel Stress in letzter Zeit. Aber schön, dass ihr da seid. Hey. Ich war. Fang du an. Ja, fang du an. Ja, das hat einfach komplett recht. Du hast gesagt, warum sollen wir uns festlegen, wenn es so viele Möglichkeiten gibt? Ich meine, wenn wir denken, wir wissen, wer wir sind, dann werden wir nie wissen, wer wir sein können. Und ich war mein ganzes Leben lang hier in Schöneweide und was ist, wenn die Welt dahinter erst richtig anfängt? Und Chloe ist einfach. Chloe ist total unglaublich. Ich muss dir was sagen. Ich bin total verliebt? Oh mein Gott. Mama. Er hat mich betrogen. Frank.
Er hat eine andere. Was jetzt? Italiener oder Grieche? Italiener? Hm? Oder zum Griechen? Oder Italiener war doch nicht schlecht. Letztes Mal waren wir in Griechen. Ja, wir können ja auch was bestellen. Oder was kochen. Ja, wir haben Senf und Marmelade. Herr Pizzamann ist da. Mahlzeit. Heute lassen wir es uns mal richtig gut gehen, ne? Guten Appetit. Ich bin so stolz auf meine Tochter. Ich habe ihr immer schon gesagt, dass sie was ganz Besonderes ist. Chichi. Heute könnt ihr zeigen, ob ihr es drauf habt oder nicht. Ob ihr was werdet. Bereit? Aufgeregt? Alles klar, super. Und mit. Kein Wunder, dass du nirgendwo hinkommst, wenn du dich so gehen lässt. Man muss sich anstrengen, wenn man es im Leben zu was bringen will. Wir wollen anstoßen auf unsere Tochter. Die sind einfach ganz furchtbar stolz auf dich. Dein neues eigenes Leben hier. In Frankfurt. Ich erzähl's jedem. Ob sie es hören wollen oder nicht. Und nächstes Jahr dann New York. John Batston Feisner. Feisner. Wer ist der? Feisner. Von Schöneweide über Frankfurt nach New York. Wer hätte das gedacht? Vor kurzem bist du noch auf dem Apfelbaum rumgeklettert. Das war eine ganz schön krasse Situation, auch für mich persönlich. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weiter für Chiara geht, dann abonniert unseren Kanal, schaut die nächste Folge und guckt auf jeden Fall in unseren Instagram-Account rein. Bis bald!